Fireflies auch nicht. Tja, vielleicht sind sie beim Experimentieren zu Affen geworden. Weiter suchen, wir werden was finden. Mensch, ich sag doch, die Menschheit hat sich zurückentwickelt. Die Menschheit hat sich zurückentwickelt. Affen. Tief in unserem Innern sind wir alle wilde Affen. Ich kriege aber gut Krimskrams zum Basteln, ne? Das muss man lassen. Lappen, Alkohol. Frage ist, will ich noch ein Molly bauen oder ein Medikit? Ich persönlich bin ja eigentlich ein Freund von Molly jetzt geworden. Och, Ellie, komm schon. Sagst. Ich bin tot, oder bin es bald. Ich hatte Zeit nachzudenken. Es gab Jahre, da schienen wir etwas zu... ganze Scheiße reine Zeit verschwenden. Das nicht mitmachen. Komm schon. Die anderen suchen. Sie sind im St. Mary Krankenhaus in Salt Lake City. Sie finden sie dort. Dabei, die Welt zu retten. Viel Glück damit. Weißt du, wo das ist? Nee. Ich kenne die Stadt. Ist es weit weg? Ja. Das ist ziemlich weit, vielleicht mit einem Pferd. Was? Sind es Fireflies? Deckung! Oh! Was sind das für Typen? Ganz egal. Wir haben ein Ziel. Machen wir, dass wir wegkommen. Also habe ich mir schon fast gedacht, dass da irgendwas passiert. Dieses ganze Hin und Her, das passiert doch nicht einfach so. Diese ganzen Flaschen, Ziegelmauern. Das ist bestimmt wieder das Militär hinter uns her, weil die denken, wir sind jetzt Fireflies. Was? Im Geier. Thank you.
Au! Oh, Scheiße! Der Lümmel. Normalerweise müssten die was dabei haben, aber naja. War's das? Ich mag das halt nicht, wenn die einfach so spawnen. Willkommen zurück, Justin. Da sind noch ein paar. Was hast du drauf? Mehr als du, du Affen. Ich will mich nicht beschweren, Ellie. Aber von mir hat sie das nicht. Oh, noch zwei hochgekommen. Hast du recht. Das ist auch ein Arschloch. Gucken die an. Den Halunken auf zwei Beinen. Ich hatte gefragt, nächste Woche ist ja langes Wochenende. Da ist ja Montag, der 1. Mai. Gefällt mir persönlich ganz gut. Und wollte ich eigentlich mal nachfragen, ob ihr Bock auf eine Runde Bayonetta hättet. Also generell mal so die Trilogie. Gut, drei haben wir jetzt im Dezember gespielt, glaube ich, meine ich. Oder ist schon ein paar Monate her. Aber zum Beispiel bei Netter 1 habe ich vor Jahren mal auf dem PC gespielt, aber ich habe es ja jetzt auch für die Switch. Bayonetta 2 kenne ich gar nicht. Solche Sachen, ob ihr da so auf sowas Bock hättet. Dementsprechend, ich weiß halt auch gar nicht, wie man die Anna morgen was essen wollte. Weil heute würde ich das Spiel hier gerne durchspielen. Hogwarts Legacy würde ich halt doch für den Stream lassen. Ich will zwar nicht sagen, aber ich glaube, mir tun der Ellie nicht so ganz gut. Wie soll sie sich denn wieder... Ja, das Rohr, ne? Aber wir brauchen mit der Axt. Es ist immer schwierig. Immer ein bisschen schwierig zu entscheiden, was wir jetzt machen müssen und oder sollen. Weil mit der Axt braucht man nur einen Schlag. Dafür hat die aber nicht so viele Hits.
You know? Leck mich! Das ist unrealistisch. Da ist keiner. Weiter. Ich kann also nichts mehr machen. Joe, wie geht's dir? Es geht. Fühl mich genagelt. Kommst du durch das Fenster? Ja. Okay. Schon entdeckt. Mist. Okay, du bleibst hier. Ich komme dann von der Seite. Ellie. Du hast meine Freundin getötet, Arschloch. Los. Du kleine... Aber wir sind kein guter Vater. Mist. Wir müssen dich hier rausschaffen. Ich bin okay. Das bist du nicht, Joel. Und jetzt komm. Aber er spielt doch schneller durch als gedacht. Mach schon. Ich dachte, dass wir vor 1,5 Stunden angefangen haben. Hier ist keiner. Mensch, bei 50%, aber. Mit so einer Wunde? Der war mindestens mal die Leber am Arsch. Los, komm! Oder die Nieren. Da ist der Ausgang. Nur noch ein kleines Stück, komm! Das schaffst du nicht, Joel. Hey! Joel! Hinter dir! Was? Ellie! Auf das Mädchen. Hat eine reingegriffen, kann noch 2 Typen umlegen. Leg den Arm um mich. Okay, wir gehen. Mir wurde gesagt, wenn man Teil 1 mochte. Ich schwöre dir, wenn wir das schaffen, wirst du für mich singen. Auf jeden Fall. Träum weiter. Warte. Ich öffne die Tür. Lass mir Zeit. Los, komm. Es geht doch. Ach, Scheiße. Das Pferd wäre schon längst weg. Kommst du hoch?
Ernsthaft, du willst dieses Gejucke mit dieser Wunde machen? Unrealistisch. Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel! Scheiße. Joel, hier. Ah. Steh auf, steh auf, steh auf. Ich mach das, guck mal, wie weiß der ist. Sag mir, was ich tun soll. Komm schon. Überlebe. Ich steh schon auf. Joel! Sei stark. Gib nicht auf. Oh nein. Hallo Eschen. Das ging ja noch. Das wird nicht lang reichen. Du verjagst ihn nur. Wo bist du? Schön, jetzt mit Ellie. Oh, schon lange her, dass ich einen Bounty gegessen habe. Da ist er. Ich bin jetzt mit der Ellie. Oh, wie cool ist das denn? Und ja, ich kenne das Spiel nicht, okay? Du hast doch einen Hasen. Gib acht, Ellie. Ich muss mal kurz aufs Klo. So, da bin ich wieder. Ich dachte, das Spiel wäre jetzt vorbei, aber... Was wir jetzt mit Ellie spielen? Da hinten ist der Hirsch. So. Läuft er jetzt schon weg?
Da ist er. Hab dich! Dass er noch so schnell rennen kann? Problem ist, wenn du den halt jetzt nicht, wenn wir den, normalerweise ist es so, wenn du ihn jetzt nicht erlegst und er Blut verliert, doch, er verliert Blut. Er verliert stark Blut. Das ist gut. Wenn wir den nämlich jetzt nur leicht getroffen hätten, dann würden wir den im echten Leben nicht mehr kriegen. Theoretisch unendlich, ne? Weil es jetzt eher so ein Zwischensequenz-Tutorial ist. Also gehört nicht zum Spielen, sondern nur, dass man mal mit Ellie jagen kann. Jetzt tauchen gleich 5 Rehe hinter mir auf. Mit einer Knarre auf mich gezielt und gesagt, ja, hättest du mal geschossen, Arschloch. Einfach mal verdrehte Welt. Ich hätte ihn normalerweise laut Zielerfassung am Bein treffen müssen. Wenn ich jemanden am Hinterbein getroffen hätte, müsste er eigentlich mehr humpeln. Naja. Da hinten ist er, ich sehe ihn. Die Frage ist nur, komme ich nah genug ran? Ich darf nicht in sein Blickfeld. Das bedeutet, ich müsste so versuchen... Das ist schwierig. Meint ihr, schafft diesen Distanzschuss hier? Ja, schaffe ich. Oh, komm schon. Das war ein schlechter Schuss. Warum bin ich so schlecht im Schießen und im Zielen? Das war mal ein bisschen besser. Nicht viel, aber ein bisschen. Ich meine, gut, ich werde jetzt auch schon Mitte 30. Und mit Maus kannst du es halt echt vergessen bei mir. Es gibt ein Remastered von Teil 1. Ich kann den aber auch nicht. Nicht erspähen oder so. Da ist er. Mist, er hat's gehört. Fuck. Warum sagst du denn überhaupt auch, da ist er, du da Eule? Bist du, ja. So, ich versuche bis hier hinzugehen. Nicht bewegen. Oh Mann. Warum hält er so viel aus? 2 Pfeile im Körper und er kann immer noch durch die Gegend rennen. Ich weiß, dass mir diese Jagd lustig und spannend gestalten will, aber ein bisschen Realität, der müsste mindestens mal langsamer werden. Wenn ich einen Pfeil im Oberschenkel habe, dann laufe ich auch keinen Marathon mehr. Oder ich müsste warten. Blutverlust regelt. Jetzt habe ich die Sonne im Rücken. Das ist nicht so optimal. Ist er jetzt nach da oben gelaufen? Ich höre ihn. Hier ist der Pfeil von ihm abgeprallt. Wieso lebst du noch? Ja, das frage ich mich auch. Selbst die Entwickler fragen sich das.
Ich meine, komm schon. Nein, never. Das hat er nie gemacht. Das hat er nie gemacht. Mit zwei Pfeilen im Körper, einem Hinterbein, einem der Schulter, springst du da nicht mehr hoch. Das machen wir doch nur wegen Plot. Ist egal, wie oft ich den treffe. Ich krieg den nicht erlegt. Bevor ich, ja genau, hier bin. Was ist das für ein Ort? Ganz genau. Deswegen lebt er so lang. Wegen Plot-Twist. Toll. Alles ist okay. Das ist nur ein ganz gewöhnlicher Ort. Ich glaub das noch nicht immer. Und wo sind die Sachen, die ich mit Joel gesammelt habe? Wenn der gestorben ist, hättest du das als Erbin annehmen können. Super. Unsicherheit. Na toll. Ich will die Comics lesen. Ich meine, wir spielen doch jetzt Ellie. Erinnert mich so ein bisschen an Lara Croft. Oh, ich habe jetzt Bock auf einen Tomb Raider. Irgendwie habe ich jetzt... Ist aber nicht unser Pfeil. Wer ist da? Komm raus! Hallo. Wir wollen nur reden. Eine falsche Bewegung, das hier geht ganz böse ins Auge. Das gilt auch für dich, Sportsfreund. Was wollt ihr? Ich bin David. Das hier ist mein Freund James. Wir sind eine sehr große Gruppe. Frauen, Kinder. Und wir haben alle großen Hunger. Wie bei mir. Frauen und Kinder. Und alle haben viel Hunger. Tja, vielleicht können wir dir was für das Fleisch da geben. Was brauchst du? Waffen? Kugeln? Kleidung? Medizin! Habt ihr vielleicht Antibiotika? Oh ja. Im Lager. Du kannst mit uns kommen. Ich gehe nirgendwo mit euch hin. Dein schweigsamer Freund da kann sie holen. Wenn er damit wiederkommt, gehört das Fleisch euch. Wenn jemand anders kommt... Dann geht das ganz böse ins Auge. Genau. Ich glaube, den kann ich trauen. Zwei Flaschen Penicillin und eine Spritze. Und beeil dich. Geh schon. Das Gewehr nehme ich. Na klar. Jetzt zurück. Das wird ein bisschen dauern. Wollen wir uns vielleicht da hinten unterstellen? Dann nimm ihn mit. Ein bisschen erkältet die Kleine, hä? Na also. Du solltest wirklich nicht allein hier draußen sein. Ich mag's, wenn ich allein bin. Verstehe. Wie heißt du? Warum? Okay, ich verstehe, es ist nicht leicht, ein paar Fremden zu vertrauen. Und der Verletzte, du machst dir große Sorgen. Es wird bestimmt alles gut. Vielleicht.
eine Waffe? Sorry. Okay, ich hätte jetzt wirklich gern mein Gewehr zurück. Nein, du hast deine Pistole. Ich hoffe, du kannst damit umgehen. Ist nicht mein erstes Mal. Jetzt what she said. Wir dürfen sie auf keinen Fall reinlassen. Das stimmt. Hoffentlich finden sie nicht. Bewacht die Fenster. Okay. Der Schuss muss sitzen. Ich kenn das schon. Hinter dir! Wir sind hier drin! Du hattest recht! Du kannst mit dem Ding besser schießen als ich!